Morgen Fassbender. Freut mich, dass du Zeit genommen hast für Fansfragen im dritten Video jetzt mittlerweile. Du bist auch ein Neuzugang. Du kommst aus dem Süden, hast da gekickt, bist dann zu Chemie Leipzig gewechselt und bist jetzt im Emsland angekommen. Da kommen wir auch schon zur ersten Frage. Wieso nach diesen Stationen jetzt das Emsland? Also ich hatte einfach gute Gespräche hier mit den Verantwortlichen, mit dem Trainer, mit den anderen hier, die arbeiten, und ich habe mich einfach so von Anfang an habe ich das Gefühl gehabt, dass das Richtige ist, und deshalb bin ich jetzt hier. Jetzt bist du von der Regionalliga in die dritte Liga. War das ein großer Sprung oder merkst du das im Training oder merkst du das bei den Spielen? Ist es ein großer, großer Sprung gewesen? Also anfangs habe ich das schon sehr gemerkt, so im Training und so, alles viel schneller, auch körperbetonter. Aber mittlerweile geht's. Also man lebt sich ein und so und man gewöhnt sich einfach dran und dann geht das voll. Aber ist klar, schon auf jeden Fall eine Umstellung. Ist ja auch eine höhere Liga. Klar. Du bist jetzt im Sommer nach Metten gekommen und du konntest ja auch direkt einen Startelfplatz erarbeiten. Ich glaube 6 Startelf-Einsätze in den letzten 7 Spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast du damit vorab gerechnet? Also jetzt gerechnet unbedingt nicht, aber es war auf jeden Fall mein Ziel. Also ich wollte auf jeden Fall so viel spielen, wie es geht, und auch von Anfang an so oft, wie es geht. Und deshalb habe ich auch dafür gearbeitet, dass es dann auch so passiert. Freut mich natürlich. Ja, jetzt liegen noch einige Spieltage vor dir. Gibt es ein Spiel, auf das du dich am meisten freust? Naja, eigentlich nicht. Also ich freue mich auf jedes Spiel, ehrlich gesagt. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, Derby gegen Osnabrück oder irgendwie eine weite Auswärtsfahrt oder ein Heimspiel, was dich packt gegen den Gegner, wo du immer gegenspielen wolltest? Nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich echt auf jedes Spiel. Klar, gegen Osnabrück ist nochmal was Besonderes so. Auch für die Stadt und alle, für die Fans so. Klar, das motiviert dann einen auch wahrscheinlich nochmal mehr so an dem Tag, aber ansonsten freue ich mich auf jeden Gegner. Ja, der Saisonstart, der war ja bisher ganz ordentlich. Ja. Wo siehst du denn den SV Meppen am Ende der Saison? Boah, ist noch so schwer zu sagen. Also wir haben 31 Spieltage noch. Ich hoffe einfach, dass wir drin bleiben, dass wir weiter so spielen und weiter so punkten, und dann kommt alles so, wie es kommt. Also eher kurzfristige oder langfristige Ziele? Ja, eher kurzfristige Ziele. Also von Spiel zu Spiel, wie man so schön sagt. Ja, du bist jetzt auch seit einiger Zeit mittlerweile schon in Emsland. Natürlich noch nicht Jahre, aber schon ein paar Monate. Was gefällt dir denn so an der Stadt Meppen? Also mir gefällt es hier, dass es so einfach so ruhig und überschaubar ist, so, dass man schnell nach, von A nach B kommt. Das ist halt ein bisschen anders. In einer Großstadt, so wie Stuttgart oder so, hast du halt auch oft Stau. So. Das gibt es ja nicht. Das gefällt mir sehr. Und die Menschen sind einfach sehr, sehr freundlich, habe ich gemerkt. Also die grüßen sich alle und so. Das gefällt mir schon sehr. Okay, dann noch eine Frage, die ein bisschen abweicht davon. In der Kabine oder privat, was hörst du so für Musik? Hauptsächlich Hip-Hop, also viel Rap, Deutschrap, Ami-Rap, ja. Also auch viel Musik, die jetzt so gerade in der Kabine läuft, oder? Ja, teils. Nicht teils, nur, ja. Ich höre auch so Musik wahrscheinlich, die jetzt wenige Leute hören, so sage ich jetzt mal. Jetzt nicht so Mainstream-Musik, sage ich mal, aber schon Hip-Hop auf jeden Fall, also hauptsächlich. Aber natürlich auch so andere Sachen. Okay, dann sind wir mit den Fragen der Fans auch schon durch. Dann kommen wir zu einer kurzen Entweder-Oder-Runde. Ja, morgen. Am Morgen. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Hund oder Katze? Hund. Süddeutschland oder Ostdeutschland? Süddeutschland. Süddeutschland oder Norddeutschland? Süddeutschland. Tor oder Vorlage? Tor. Konterfußball oder Spiel auf Ballbesitz? Spiel auf Ballbesitz. Serien oder Filme? Serien. Essen gehen oder Essen liefern lassen? Essen gehen. Krafttraining im Fitnessstudio oder zu Hause? Im Fitnessstudio. Facebook oder Snapchat? Facebook, ich habe kein Snapchat. Facebook oder Instagram? Insta. Instagram oder TikTok? Instagram. Okay, danke dir, das war's schon.